Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an seine geliebte Tochter Lourdes Maria, 27. April 2018. Mein geliebtes Volk, ich betrachte euch als Widerschein meines Kreuzweges. In meinem Kreuz findet ihr die Wahrheit meiner Liebe und die Ehre derer, die meinen mystischen Leib formen. Ihr empfangt mich in der Eucharistie, in der ich aus Liebe anwesend, lebendig und pochend bin. Vergleiche MT 26,26 bis 28. Mein Volk muss in ständiger Gemeinschaft leben, da mir die Wurzeln der Brüderlichkeit inmitten der Drangsale dazu führen, dass es 1. Werde mit mir. In diesem Moment, in dem der Schmerz, die Tragödien, die Unvernunft, die Konflikte, die gesellschaftliche Dekadenz in allen Bereichen und die Engstirnigkeit des Menschen meine Kinder dazu gebracht haben, an den Freuden Gefallen zu finden, die der Böse ihnen verschafft hat, leben sie mit den Täuschungen des Bösen, um sich als Verehrer des Bösen zu unterwerfen. Der Weg der von mir entfernten Menschheit, die sich selbst ruiniert, ist ein Zeichen der freiwilligen Unterwerfung gegenüber dem Teufel. Die Zeit der Not wird nicht so schnell vorbei sein, da der Böse hofft, die Mehrheit der Seelen rauben zu können. Große und katastrophale geistige Verwirrungen sind entstanden und entstehen immer häufiger, damit sich mein Volk ganz und gar dem Bösen hingibt. Ihr sollt nicht gehen, ohne mich zu kennen, damit ihr nicht in Finsternis geführt werdet, wenn ihr glaubt, auf dem Weg zu mir zu sein. Ich bin kein anklagender oder rachsüchtiger Gott. Ich bin Barmherzigkeit und Vergebung. Daher schickte mein Vater seinen Kindern die Gebote, um sie zu achten und zu erfüllen. Mein Gesetz ist die Liebe, und die Liebe ist Erfüllung, und die Erfüllung ist Gehorsam, und der Gehorsam ist Liebe. Wer mich liebt, erfüllt die Gebote, verletzt sie nicht und schränkt sie nicht nach Belieben ein. Vergleiche JH 14,21 bis 26. Ich vergebe und liebe, liebe und vergebe, damit meine Kinder bereuen und mit einem festen Vorsatz, ihr Leben zu ändern, würdig sind, mich zu empfangen und meine Barmherzigkeit und das ewige Leben zu erreichen. Der Mensch hat sich von mir entfernt. Ich entferne mich nicht von meinen Kindern, ich rufe sie beständig auf. Entfernt von mir findet ihr nichts Gutes, sondern die Lüge des Teufels und seine Machenschaften, die nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ihr glaubt, dass ich alles ohne die Notwendigkeit der Reue und das feste Vorhaben der Besserung des Menschen vergebe. Das ist nicht meine Barmherzigkeit, sondern Ausdruck der völligen Zügellosigkeit des Menschen. Vergleiche PS 89,14. Bleibt wachsam, meine Kinder, damit der Böse euch nicht länger verwirrt. Ich rufe euch beständig auf, in diesem Moment wachsam zu bleiben, in dem die Welt friedlich scheint. Ihr wisst sehr wohl, meine Kinder, dass ich euch vor diesem Moment gewarnt habe. Mein Volk, du musst im Glauben standhaft bleiben. Daher rufe ich dich dazu auf, nicht laut zu sein. Bittet und setzt das Gebet in die Tat um. Seid nicht gleichgültig gegenüber den Leiden eures Nächsten. Bittet, meine Kinder, betet für Costa Rica. Bittet, meine Kinder, betet für Nicaragua, denn mein Volk leidet. Bittet, meine Kinder, betet für Argentinien. Die Menschen beschwören das Gespenst der Gewalt. Bittet, meine Kinder, betet für Guatemala. Das Feuer erwacht und verursacht Leid. Der Kommunismus hat sich nicht von der Menschheit entfernt, sondern hat sich verkleidet, um weiter gegen mein Volk zu wirken. Mein geliebtes Volk, gebt nicht auf, fallt nicht ab. Ich halte meine Hand über jeden von euch. Ihr seid nicht allein, auch wenn ihr mich nicht wahrnehmt. Ich lebe in meinem Volk. Seid geduldig, denn mein Friedensengel wird kommen, um euch zu trösten. 1. Ich betrachte euch und sehe meinen Widerschein in euch. Mein Kreuz ist nicht der Tod. Es ist Auferstehung und Leben in Fülle. Jedes Gebet, jeder Satz meines Volkes wird in meinem Hause gehört. Ich segne euch mit meiner Liebe. Euer Jesus. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. Ave Maria, voll Reinheit und ohne Sünde empfangen. 1. Der Engel des Friedens. Kommentar des Mediums. Brüder und Schwestern, unser Herr gewährte mir eine Vision. Er zeigte mir einen klaren blauen Himmel. Plötzlich öffnet sich der Himmel und unsere Gottesmutter erscheint. Ich sah deutlich, wie aus ihren Händen Lichtstrahlen hervortreten und zu Dingen kommen, die auf Erden leiden, weil sie ihrem Sohn treu sind. Die Strahlen, die aus den Händen unserer Mutter kommen,
gelangen direkt in die Herzen dieser Brüder und Schwestern, und durch das Gefühl der Liebe unserer Mutter werden sie vor dem geschützt, was sie umgibt, und der Friede durchflutet ihre Seele. Ich sah andere Brüder und Schwestern, die stillstanden, ohne den Weg Gottes fortzusetzen, und die Strahlen, die von unserer Mutter herkamen, erreichten ihre Herzen und stärkten den Glauben in ihnen. Dann sagte unsere Mutter, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Amen.